In diesem Video zeigen wir euch die wichtigsten Features des Literaturverwaltungsprogramms EndNote in 100 Sekunden. Los geht's! EndNote könnt ihr als Windows-, Mac- oder plattformunabhängige Online-Version EndNote Web bekommen. Für Mitarbeitende der JLU Gießen gibt es EndNote zu vergünstigten Konditionen über die Webseite des Hochschulrechenzentrums. Studierende sind auf den regulären Fachhandel angewiesen. Ihr könnt mit EndNote aus vielen verschiedenen Online-Quellen gezielt Treffer in euer Projekt, die sogenannte Library, übernehmen. Dabei lassen sich Datenbanken und Kataloge über die sogenannten Connection-Files ins Programm einbinden. Ihr würdet gerne an die Volltexte eurer Zeitschriftenartikel kommen? Kein Problem. Der praktische Fulltext-Finder macht dies möglich. Volltexte können mit Markierungen versehen, durchsucht und mit anderen geteilt werden. Ihr könnt in EndNote sogenannte Smart Groups erstellen. Das sind automatisierte Suchfilter, mit denen ihr beim Recherchieren in Datenbanken gezielt Informationen zu eurem Thema erhaltet. Sortierte Literaturlisten helfen dabei, die Übersicht über eure Quellen zu behalten. Die Listen können auch gespeichert oder gedruckt werden. Fügt eure Quellen direkt in eure Textverarbeitung ein. Dies funktioniert mit dem EndNote-Plugin in Word für Windows oder Pages für macOS. Als weiteren Vorteil legt EndNote beim Einfügen einer Quelle in euren Text ein automatisch generiertes Literaturverzeichnis an. Das Literaturverzeichnis lässt sich zudem leicht an euer Layout anpassen. Etwa 6000 Zitierstile, genannt Output Styles, sind in EndNote verfügbar. Jeder einzelne lässt sich in vielen Details an eure Anforderungen anpassen. Zusatzfeatures wie die Sync-Funktion mit der EndNote Cloud oder das Teilen eurer Library mit anderen Projektteilnehmern runden das Angebot ab.